Die Reximex RP bei Air Gandhi im Test. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Alter, was geht denn ab? Anschütz 9015 Sniper. Diana XR 200, Weihrauch HW 100 Bullpup bei Air Gandhi im Test. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem heutigen Video. Heute kommt endlich das Reximex Pistolenvideo, das von so vielen Leuten von euch gefordert worden ist. Ich bin oft genug angesprochen worden. Jetzt habe ich sie vor mir stehen. Schaut gerade nach einem kompakten Gewehr aus, aber es handelt sich hier tatsächlich um eine Pistole, die Reximex RP. Ich werde sie euch heute genauer vorstellen. Wir werden einen Abzugstest machen, wir werden einen Chronitest machen. Ich habe auf ergandi.de eine ganze Menge Nahaufnahmen und einen Blogbeitrag dazu geschrieben. Am Ende schießen wir natürlich auch noch eine Runde. Jetzt kommen wir erstmal zu den Daten. Die Reximex RP, eine Luftpistole, die einen Anschlag schafft im Lieferumfang dabei habt. Wenn ihr diesen kleinen Knopf hier drückt, könnt ihr den hinteren Kunststoffschaft einfach abnehmen. Dann habt ihr eine Pistole, die ihr natürlich über die offene Visierung schießen könnt. Die Kimme ist seitlich verstellbar, das Korn ist in der Höhe verstellbar. Wir haben eine 11 mm Prismenschiene obendrauf. Ihr könnt sie, wie gesagt, über die offene Visierung schießen mit einem Rotpunkt oder wie ich hier als kompaktes Gewehr einfach wieder anstecken in Hinterschaft und ich schieße die dann sozusagen mit einem Zielfernrohr. Ich schieße mit einem Zielfernrohr einfach aus dem Grund, ich will das Maximale an Präzision heute rausholen, einfach um zu schauen, wie präzise diese Pistole ist. Ohne den Anschlagschaft haben wir eine Baulänge von 33 cm. Mit Schaft sind wir bei 61 cm. Die Pistole hat ein Gewicht von gerade mal 900 Gramm. Sie ist sowohl für Links- als auch Rechtshänder geeignet. Es handelt sich hierbei um eine Matchpistole, um eine Pistole im Matchdesign. Ich muss wirklich sagen, der Griff ist ultra komfortabel. Ich habe Handschuhgröße 10, der passt perfekt. Ich hätte gesagt, eine Handschuhgröße größer würde auf jeden Fall noch gehen. Wir haben ein 250 Bar Pressluftsystem, eine 50 Milliliter Kartusche. Das System ist reguliert, das heißt, dass die Schüsse in einer hohen Konstanz abgegeben werden können über die komplette Bandbreite des Kartuschendrucks. Der Abzug ist verstellbar, wir haben eine manuelle Sicherung. Einmal deaktiviert, könnt ihr fröhlich vor euch hinschießen, bis ihr die Sicherung wieder aktiviert. Im Lieferumfang enthalten sind neben einem Schalldämpferadapter, das ist ein 1/2 Zoll UNF-Adapter, den ihr hier vorne auf den Laufmantel draufschrauben könnt, ist ein Einzelschussmagazin, das braucht ihr, wenn ihr Wettkämpfe schießen wollt. Praktisch zum Trainieren ist natürlich das beiliegende 9-Schuss-Trommelmagazin. Das sind sogar zwei Stück im Lieferumfang enthalten. Hat natürlich den großen Vorteil, ihr müsst nicht umständlich nachladen, könnt ja eine ganze Menge Schuss machen, bis ihr wieder die Pistole ablegen müsst und das Magazin nachladen müsst. Der Griff ist aus Kunststoff, der ist gummiert, der fühlt sich wirklich sehr, sehr gut an. Auch hier diese Schaftbacke ist gummiert und die Schaftkappe ist hinten dran auch gummiert. Ich hätte gesagt, wir machen jetzt mal den ersten Test und wir machen den Abzugstest und schauen, auf welches Gewicht die Pistole eingestellt ist. Dazu schnappe ich mir meinen Leimen-Abzugstester. Leg den jetzt hier gerade mal hier auf diese Tasche, die auch im Lieferumfang enthalten ist, womit ihr die Pistole sehr gut transportieren könnt. Den stelle ich auf Kilogramm um Gramm um. Der Repetierhebel befindet sich auf der linken Seite. Es ist kein Diabolo, kein Magazin eingelegt. Es ist momentan auf Feuer gestellt. Das heißt, ich kann den Schuss dann abgeben. Los geht's! Und wir haben hier ein eingestelltes Gewicht von 1 Kilogramm. Ja, wir haben uns die Pistole jetzt genauer angeschaut. Jetzt kommen natürlich die Sachen, die spannend sind für euch. Wir machen jetzt mal den Chronitest, schauen, wie konstant sie ist, schauen uns die Leistung an.
und dann werden wir schießen. Ich baue ganz kurz um, wir sehen uns gleich vorne am Schießtisch. So, wir sind beim Kroni-Test angekommen. Ich habe mich doch entschieden, durch den AHG Kroni zu schießen. Das ist vom Aufbau her ein bisschen einfacher gewesen jetzt mit der Kamera als mit dem FX Kroni. Spielt ja überhaupt keine Rolle. Wir haben die Qingyang 0,55 Gramm domed mit 4,50 mm und machen mal 10 Schuss. Los geht's! So, ich habe mich für 9 Schuss entschieden, weil 9 Schuss genau im Magazin drin sind. Sollte auch reichen. Anzahl der Schuss 9, Durchschnitt 6,18 Joule. Durchschnittsgeschwindigkeit 150 Meter von 148 bis 152 Meter. Streuung von 4 Meter die Sekunde. Standardabweichung vom Mittelwert 1 Meter die Sekunde. Ein super Wert. Ich hätte vorgeschlagen, ab zum Schusstest. So, wir sind beim Schusstest angekommen. Ja, passt. Alles klar, ich schieße auch wie eben beim Kroni-Test mit dem Qingyang 0,55 Gramm 4,50 mm Dome Diabolos. Ich habe gerade noch ein Magazin geladen, das stecke ich jetzt gerade mal hier rein und hätte gesagt, wir fangen einfach mal an zu schießen. Und dann werde ich euch noch ein bisschen was über die Pistole berichten. Also, Schusstest. Viel Spaß, Leute. Ihr hört schon, dass die Pistole recht laut ist. Also für jeden, der sie bei sich daheim in der Wohnung oder in einem Mietshaus schießen will, empfehle ich auf jeden Fall den beigelieferten oder mitgelieferten, beigelegten, so würde ich sagen, Schalldämpferadapter zu montieren und einen Schalldämpfer drauf zu machen. Im Verein wird es euch herzlich egal sein, wie laut das Ding scheppert. Ihr seht schon. Die Qingyang funktionieren sehr gut drin. Ich würde normalerweise, glaube ich, eine zweiteilige Montage verwenden. Ich habe eine einteilige verwendet. Mir gefällt es optisch hier in dem Fall ein bisschen besser. Aber ich glaube, ich würde es noch ein bisschen weiter zurücksetzen in dem Moment, wo ich hier mit dem Anschlagschaft schieße und würde die hintere Prismenschiene den hinteren Teil noch mit verwenden. Dann wäre es noch etwas komfortabler. So gibt es ja die schöneren Fotos. So, das sollte es gewesen sein, genau. Ich mache aber noch mal ein Magazin voll natürlich. Vom Magazin füllen her ganz easy. Ihr habt hier einen Pfeil, einmal den durchsichtigen Deckel in die Richtung drehen, kurz festhalten, mit dem Kopf zuerst reinfallen lassen. In dem Moment hält der Federmechanismus fest und dann dreht ihr den Kunststoffdeckel einfach Stück für Stück zurück. Lasst jedes Mal ein Diabolo mit Kopf zuerst reinfallen. Die Löcher sind groß genug, es lässt sich einfach drehen. Das Magazin ist komplett aus Kunststoff gearbeitet. So. Und dann rastet es ein. Dann seht ihr hier hinten dran, ja, so eine kleine
Führungsschiene letzten Endes. Hier vorne haben wir einen Schlitz drin und dann schiebt man einfach das Magazin hier wieder zurück in die Pistole, schließt den Repetierhebel und weiter geht's. Praktisch ist auch natürlich für Rechtshänder, wenn man mit links repetiert, kann man die rechte Hand an der Pistole lassen. Man würde so eine hohe Schussfrequenz hinbekommen. Und ihr seht schon, das war mittlerweile der 10. Schuss. Au! Aber die gehen alle schon ins Schöne, ins gleiche Loch. Mit 6 Joule könnt ihr locker auch auf 20 Meter schießen. Die Pistole ist im Match-Design. Das heißt, ich gehe davon aus, dass viele einfach die wirklich zum Match-Training nutzen wollen. Und das geht ja auf 10 Meter, das wisst ihr ja. Dafür reichen 6 Joule dickstens aus. Und ihr seht, die Präzision kann sich absolut sehen lassen. Natürlich würden die 10-Meter-Schützen jetzt nicht mit einem Zielfernrohr schießen, ist ganz klar. Das ist für alle, die Pistolen, Karabiner schießen wollen, so wie ich jetzt gerade. Und ich schieße es auch nur, weil ich so ein schlechter Pistolenschütze bin. Das wäre nicht repräsentativ, wenn ich da jetzt dann mit ausgestreckten Arm schießen würde, würde jeder sagen, mein Gott, die Pistole ist schlecht, dabei liegt es an mir. So seht ihr, die Präzision ist da. Und das war's. Wir haben 16 Schuss gemacht, schauen uns den Streukreis aus der Nähe an und dann sehen wir uns beim Fazit wieder. Wir sind beim Fazit angekommen mit der Reximax RP. Streukreis von ungefähr 11 mm kann sich absolut sehen lassen. Das ist ein hervorragendes Ergebnis. Mit ein bisschen Training kriegt man das bestimmt noch leichter hin. Ihr habt die Möglichkeit, es als Pistole zu schießen. Linkshänder, Rechtshänder, als Gewehr, als Pistolenkarabiner mit offener Visierung, mit Reflexvisier, mit Zielfernrohr. Ihr habt einen guten Lieferumfang mit 2 Magazinen, Schalldämpferadapter, Einzelschussadapter, einem verschließbaren, ich zeige euch gerade mal, wie es innen drin ausschaut, einer verschließbaren Tasche letzten Endes, wo ihr die Pistole dann noch transportieren könnt. Wie gesagt, Schalldämpfer kann ich euch unbedingt empfehlen. Alternativ, wenn ihr sie als Pistolenkarabiner schießt und sie recht nah an eurem Körper dran habt, macht euch vielleicht einen Gehörschutz rein, wenn man da ein paar tausend Schuss gemacht hat, sonst kann das vielleicht ein bisschen auf die Gesundheit gehen. Würde ich jetzt jedem empfehlen. Schutzbrille natürlich sowieso. Mir hat der Test sehr viel Spaß gemacht. Ich bin echt positiv überrascht. Ich bin wirklich angetan von der Pistole, / Pistolenkarabiner, denn die Leistung passt, die Präzision passt, das Handling passt. Das kann sich absolut sehen lassen für einen Preis von unter 500 Euro. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Zuschauen, für eure Zeit. Ich hoffe, ihr schaut auch mal auf ergandi.de vorbei. Die Pistole bekommt ihr bei dem www.action-shop24.de. GSG ist der Importeur der türkischen Luftpistole. Das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Woche. Da kommt bestimmt wieder ein Video. Danke euch ganz herzlich. Bis dann. Ciao, servus, sagt der Gandhi.